Yo Leute, wir reagieren zusammen auf Shorts. Vielleicht ist dein Short ja dabei. Beim letzten Video habe ich vergessen zu sagen, dass Palut mich inspiriert hat. Aber die Kommentare waren einfach nur crazy. Let's go! Setzt euch bitte an einen freien Computer und denkt dran, keine Spiele-Webseite. Entschuldigung. Kennen wir zu gut, müssen wir ehrlich sein. Digga, jedes Mal im PC-Raum hat irgendeiner eine Website gefunden, wo du zocken kannst, aber alle anderen Websites waren gesperrt. Kennen wir zu gut, oder? Bitte vielmals die Verspätung. Was hast du denn da alles mitgebracht? Das ist mein Gaming-PC-Setup. Ich benutze nicht die Uhr. Das ist ein bisschen übertrieben. Du kannst doch nicht deinen eigenen Computer mitbringen. Unsere PCs sind mehr als ausreichend. Ausreichend? Bruh. Die Bildschirme haben 60 Hertz, die Tastaturen sind nicht mal mechanisch und von den PC-Specs will ich gar nicht erst reden. Mache jetzt keinen Aufstand. Bisschen und übertrieben? Das geht aber nicht. Ihre Aufgabenstellung hat da einen Fehler. Das ist ja mal eine bodenlose Frechheit. Doch schauen Sie, so wäre der Code korrekt. Du hast gerade ein seit 30 Jahren ungelöstes Informatik-Dilemma gelöst. Ja, sehen Sie, weil ich meine Custom-Tastatur benutzt habe und nicht Ihre Wish-Tastatur, sie casual. Woraus besteht ein Diamant? Ohne zu cheaten, wer weiß das? Schreibt das unten in die Kommentare rein, ich habe gar keinen Plan. Stein? Stein. Nein, Kohlenstoff. Was ist H2O? Wasser. Wasser. Korrekt. Wie viel Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt? What? 70%? Ja, über 70%. Das korrekt. Wusste ich nicht. Wie viele Beine hat eine Spinne? 6. Falsch. 8. Scheiße. Welcher Berg ist der höchste Berg der Welt? Er meint Mount Everest. Ich konnte nicht ausrechnen. Wie nennst du ein männliches Schwein? Keine Ahnung, weiß nicht. Schwein. Ebbe, ne? Eber. Eber. Was? Das flächenmäßig kleinste Bundesland heißt? Der Bre kann selber nicht reden, okay? Also, wir haben alle Probleme, aber er macht sich witzig über den Bre. Saarland? Nein, Bremen. Was bedeutet das lateinische Wort Carpe Diem? Habe ich noch nie gehört, keine Ahnung. Nutze den Tag. Wer soll das Woraus wissen? Woraus besteht ein Diamant? Sechsjährige zerschreddert einfach Geld ihrer Eltern. Ich weiß noch. Es tut mir leid, Mama. Ich habe damals 50 Euro, D-Mark eigentlich, aus deinem Geldbeutel rausgeholt, um eine Pokémon-Karte zu kaufen. Bitte, schau dir das Video nicht an. Am Ende wird's richtig sass. Was machst du denn da? Ja, anscheinend Geld zerschreddern. Oder doch? Stell dir mal vor, dein Kind macht das. Zerschreddert einfach dein Geld. Weiß. Aber wir schauen mal weiter. Ach du, nein! Du hättest doch die 50 Euro noch retten können. Das Geld eingezogen wurde, anstatt vorher die Tochter zu stoppen. Warum machst du denn sowas dann? Weil Gott mir den Auftrag gegeben hat. Beste Ausrede 2023. Weil Gott ihr den Auftrag gegeben hat. Dann haben sie in dem Zimmer von dem Mädel eine Überwachungskamera installiert, um zu gucken, was Gott noch so für Aufträge gibt. Also jetzt? Spricht Gott. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Schmeiße morgen dein den Ernst? Papa hier. Von der Arbeit kommt die Autoschlüssel in die Toilette. Also so kannst du Eltern so wirklich eine Angst Idee machen. Kommt nur der Gott bei Klinik am Südring. Ich habe auch eine Idee, hinterlass dein Abo. Wenn man in der Schule mündliche Noten bekommen hat. Oh, Lukas, Mann. Dich doch bitte. Du probierst also, so gut zu sein, aber verkackst so total. Rum. Wie würdest du dich denn selber einschätzen? Ja, also ich selber würde mich so im Dreierbereich sehen. Ich fand eigentlich, ich habe ganz gut mitgemacht. Jetzt sag immer Einserbereich. Übertrieben viel, aber eigentlich also, immer ja, Einser. Schon gut. Also Lukas, eigentlich stimme ich dir da voll und ganz zu. Aber bei mir stehst du derzeit zwischen zwei Noten. Und zwar zwischen der 3 und der 4. Jetzt könnte ich natürlich so nett sein und dir die bessere Note geben. Hast du das? Hab's okay. Gehasst. Aber ich habe eine viel bessere Idee. Ich gebe dir schreib mal zwischen 5 und 6. Noch motivierter fürs nächste Halbjahr bist. Was? Was hältst du davon? Ja, nee, ey, wirklich Weltklasse. Super, als nächstes wäre dann der Theo dran. Wenn man betrunken zu seiner Freundin kommt. Wer von euch trinkt? Und wie alt seid ihr, wenn ihr schon trinkt? Noch nie in meinem Leben getrunken, bin 27, brauch kein Alkohol. Oh nee, Schatz, du bist ja voll besoffen. Stimmt doch gar nicht, ich hab nur ein Bier getrunken. So nur siehst du aber nicht gerade aus, du kannst ja nicht mal richtig stehen. Hier, trink Wasser. Brauch ich als, nicht. Als ob das was machen würde. Wir können alles machen, was du willst. Noch einen Film schauen oder noch Spaß. Naja, also ich glaub jetzt nicht wirklich, dass da jetzt noch was geht. Doch, doch, natürlich. Die hat wirklich noch Hoffnung? Oh Gott, Schatz, alles gut? Komm, zieh dich wieder an. Wir machen das morgen. Du siehst doch wahrscheinlich eh alles doppelt. Aber wirklich, ich zieh dich. Das wäre eigentlich nicht schlimm. Aber jemand mit kurzen Haaren. Siehst du, dann schlaf dein Rausch jetzt aus. Hm. Okay, ich gehe auf die Couch. Gute Nacht. Wow, das war echt knapp gerade. Ich hab doch gesagt, er merkt nichts, wenn er besoffen ist. Jetzt haben wir aber unsere Ruhe. Oh, hell no. Wenn man ein kleiner Junge war mit seinen Eltern am FKK-Strand. Dem Jungs aufgefallen, dass manche Frauen... Wart ihr schon mal beim FKK-Strand?
Ich glaube, das einzige Land, wo das überhaupt noch hat, Deutschland. 100%. Und größere Brüste haben. Also fragt er: Mama, wieso haben die anderen Frauen größere Brüste als du? Hm. Je dümmer die Person ist, desto größer sind die Brüste. Der Junge akzeptierte die Antwort und kam nach wenigen Minuten wieder zurück. Mama, warum haben die anderen Männer einen größeren Penis als Papa? Je dümmer die Person ist, desto größer das Ding. Der Junge akzeptierte die Antwort. Wenn deine Eltern so sind, glaubt denen einfach gar nichts. Antwort doch kam nach 10 Minuten wieder zurück. Papa redet gerade mit der dümmsten Frau vom Strand und je länger sie zusammen reden, desto dümmer wird. Papa wurde dumm. Nein! Papa! Welches ist das höchste Amt in Deutschland? Der Bundeskanzler. Korrekt. Okay. Was sind die 5 Weltsprachen, die am weitesten gesprochen werden? Englisch. Englisch, ich würde sagen Arabisch, Chinesisch. Wie heißt es? Indisch? Indisch, sagen wir mal so. Was gibt's noch? Spanisch. Ja. Arabisch, Französisch, vielleicht Französisch? Spanisch. Okay. In Lateinamerika. Chinesisch? Nee. Portugiesisch. Portugiesisch. Was? Chinesisch ist nicht dabei? Wie heißt die gesetzgebende Gewalt? Das ist die Legislative. Korrekt. Wow. Mit welcher Tiergruppe sind die Dinosaurier am engsten verwandt? Reptilien. Nein? Warum lacht er? Vögel. Die Dinosaurier sind keine Reptilien? Okay. Vögel? Ich hätte auch gesagt Reptilien. Wie viele Personen leben derzeit in der EU? Vielleicht so 400 bis 500 Millionen. Ja, 450 Millionen. Nur? Wie viele Figuren startet ein Schachspiel? Wirklich nur in der EU? 450 Leute in den USA? Das ist, glaube ich, ist ein bisschen kleiner, glaube ich. Leben allein schon 300 Millionen. China? Oh my God, don't give me that, ne? Also das sind 2 Reihen. 16, 16, 32. Korrekt. Müssen wir ehrlich sagen, dieser Bray... Hätte ich nicht erwartet, ziemlich schlau. Entschuldigung, Schwester, kann ich mich bitte unter deinem Rock verstecken? Ja, aber natürlich, mein Sohn. Komm schnell unter meinen Rock. Digga, da stinkt nach Fisch. Du stehst nicht mehr auf. Schwester, haben Sie einen Schüler gesehen? Er muss eine Mathearbeit schreiben, aber er ist einfach weggerannt. Ja, der ist gerade hier vorbeigelaufen. Genau in die Richtung. Ich bin sein Mathelehrer und ich werde ihn finden. Okay, jetzt sind wir gespannt, ob er noch lebt. Vielen Dank, Schwester. Wissen Sie, ich will nicht sitzen bleiben, deswegen bin ich vor der Mathe-Klausur weggelaufen. Safe, der stinkt komplett nach Fisch. Ist schon okay, ich verstehe das vollkommen. Ich hoffe, ich bin nicht unhöflich, aber Sie haben echt ein schönes Paar Beine. Naja, wenn du ein bisschen weiter oben geschaut hättest, hättest du auch noch ein schönes Paar Nüsse gesehen. Entschuldigung? Moritz, erkennst du mich gar nicht? Ich Was? Bin's, David, ich verstecke mich auch. Bro. No. Okay, Freunde, noch 5 Minuten, ihr dürft schon mal einpacken. Müssen wir aber ehrlich sein, Streber sind eigentlich ziemlich cool, bis du auf die schlechte Seite von denen kommst. Wenn du mitarbeitest und probierst denen auch ein bisschen zu helfen, Digga, die geben dir alle Antworten. Ja, aber wenn du auf der schlechten Seite bist, Feierabend. Du kannst die ganze Schule alleine machen. Sag es nicht. Ja, psst, hier. Bitte sag es nicht. Ja, Kevin. Yes! Sie haben vergessen, die Hausaufgaben zu kontrollieren. Nein! Ja, stimmt! Ich muss jetzt eure Hausaufgaben kontrollieren, dann Kevin. Nein! Bro, hast du was gesehen? Ja, Mann. Einen einfachen Headshot. Ja, oh, jemine, aua, joa. Was? Du hast mein Auge kaputt gemacht, mein Auge! Kevin, Alter, es war ein Block. Die übertreiben immer komplett. Schmerz. Immer Herr übertreiben. Herr Axelhaar! Ja, Kevin. Du hast mich mit einem Textbuch abgeworfen, ich kann nichts mehr sehen! Vater, du kannst einfach rausgehen. Tut mir leid. Der Lehrer würde gern den Streber eigentlich rausschmeißen. Der hat keinen Bock auf den. Der hat keinen Bock auf den. Und so geht's, glaube ich, den meisten Lehrern. Die freuen sich, den zu haben, wenn sie mal was fragen, um die Antwort schnell zu bekommen. Aber trotzdem, die haben keinen Bock auf den. Warum auch immer. Junge! So wie versprochen habe ich euch mal einen 50-Euro-Schein aus dem Jahr 2023 mitgebracht. Hier. Interessiert mich nicht. Oh, hat das jemand also gehört? Das interessiert Geld? Mich auch nicht. Ja, ja, damit haben die Menschen damals bezahlt. Waren damals 50 Euro viel? Ja, schon. 50 Euro, behalte das Geld. Die wurden nämlich immer stärker. Also die Reichen wurden noch reicher und die Armen. Du wirst Millionär sein mit den 50 ärmer. Euro. Ja. In 1000 Jahren. 2023 zum Beispiel hat jeder 10. Mensch auf der Welt gehungert. Oh nein. Was? Oh je. Zum Glück ist das heute anders. Heute lebt kein Mensch mehr in Armut. Deswegen. Hast du gesehen, was der gesagt hat? Kannst du alles in der Schule glauben? Das ist deine Entscheidung. Armut oder muss hungern? Ja, das stimmt. Ja. Hallo zusammen. Bevor ich euch in den...
Wer glaubt an den Himmel? Schreibt es in die Kommentare. Den Himmel lasse, müsst ihr mir einmal von eurer guten Tat erzählen. Also, fangen wir mit dir an. Ich habe mein Leben lang kranke Leute gesehen. Ja, ich habe probiert, Leute auf YouTube ein bisschen glücklich zu machen. Kuss. Hat was funktioniert. Ist denn mit dir? Ich habe den armen Leuten zu essen gegeben. Aber dann mal wieder nicht. Komm rein. Was ist mit dir? Ich habe meinen Mann dreimal täglich glücklich gemacht. Oh, nicht schlecht. Komm rein und warte da hinten auf der Wolke. Respekt. Ich komme gleich nach. Lol. Ich habe jetzt den besten Lifehack fürs Lernen gefunden jemals. Schaut her, das ist mein Ordner und ich bin bis hierhin gekommen. Warum Kinderriegel und alles? Mit einem Kinderriegel. Jetzt kommt's, damit ich mich motiviere weiterzumachen. Habe ich paar Seiten später als Belohnung Maxi King. Ich liebe Maxi King. Aber wenn du zunehmen willst, dann mach diese Kinderpinguin, ups. Die Belohnung ist auch steigend, damit die Motivation größer ist. Ich liebe Kinderriegel, aber Kinderpinguin ist geiler. Und Maxi King. Maxi King ist einfach nur Schmackofatz. Wir sind aber lang noch nicht. Muss ich ehrlich sagen, es kommt Kinderpinguin, dann sagen wir Kinderriegel, Maxi King und dann Kinderbjörn. Das ist meine Liste. Ich fertig, weiter geht es mit Bueno. Kinder Country habe ich noch vergessen, aber egal. Jetzt kommt die größte Motivation beim Lernen durchzuziehen. Oh, Happy Hippo. Wirklich, wenn ich zum Überleben in der Wildnis nur drei Happy Dinge mitnehmen dürfte, dann dreimal Happy Hippo. Yo, das war's mit dem Video. Let's go!